Herzlich willkommen zum 6. von 6 Videoteilen zum internationalen Steuerrecht. In dieser Videoreihe machen wir Sie fit im Bachelorstudium, im Masterstudium und auch bei der Vorbereitung auf Steuerberaterexamen. Wir haben bereits die wichtigsten fettgedruckten Kapitel besprochen und in der Summe sind wir jetzt bei Video Nummer 6 angekommen, dem sogenannten Außensteuergesetz, dem ASDG. Dieses ASDG finden Sie auch in Ihren wichtigen NWB-Steuergesetzen oder auch in jedem anderen Gesetzbuch dort unter ASDG. Und da gucken wir uns die wichtigsten Punkte jetzt einmal an. Herzlich willkommen. Das sind ja unsere 6 Videoteile zum internationalen Steuerrecht. Natürlich mache ich das auch diesmal wieder nicht alleine. Professor Dr. Manfred Klein von GTK. Er ist Professorkollege hier an der FOM-Hochschule in Bonn. Und das internationale Steuerrecht machen wir nicht nur hier an der Hochschule und unterrichten das hier, sondern wir haben das auch beide sehr viel in der Praxis. Manfred ist auch Fachberater für internationales Steuerrecht. Das heißt, ja, wir machen Sie da fit. Was werden wir jetzt im ASDG-Bereich besprechen? Stellen Sie sich doch mal folgende Situation vor. Sie haben hier in Deutschland einen Unternehmer und eine Geschäftsbeziehung zum Ausland und der hat hier in Deutschland eine Betriebsstätte und der hat eine Betriebsstätte im Ausland. Und nun hat er Ware, die er von hier überträgt auf die Betriebsstätte im Ausland oder vielleicht hat er auch eine Kapitalgesellschaft im Ausland und er verkauft die Ware von seinem deutschen Einzelunternehmen zu einem Preis von 100 Euro an die Kapitalgesellschaft im Ausland. Da gibt es nun Regelungen im Außensteuergesetz für, die sagen, der Preis muss fremdüblich sein, wenn das zu wenig war, müssen wir korrigieren. Dann gibt es noch weitere Regelungen. Zum Beispiel hat Deutschland ja das Besteuerungsrecht für den GmbH-Anteil, wenn er den jetzt verkaufen würde. Wenn er aber ins Ausland auswandert, entweder ins gleiche Ausland oder in ein anderes Land, dann verliert Deutschland das Besteuerungsrecht und die kompletten Wertzuwächse, die stillen Reserven, könnten in Deutschland nicht mehr versteuert werden. Dafür gibt es auch Regelungen, die sogenannte Wegzugsteuer, werden wir uns auch anschauen. Und dann gibt es eine Situation, wo er in Deutschland bleibt und die Gesellschaft hier eigentlich keine richtige Substanz hat. Das ist eine Briefkastenfirma, die hat auch eine niedrige Besteuerung von unter 25% Steuersatz im Ausland. Dann gibt es Regelungen, dass die Gewinne, die im Ausland anfallen, egal ob sie ausgeschüttet werden, ja oder nein, in Deutschland nochmal nachversteuert werden. § 7 fortfolgende Außensteuergesetz, die sogenannte Hinzurechnungsbesteuerung. Und da sind wir jetzt angekommen auf Folie 72, Manfred. Der erste Teil des Außensteuergesetzes betrifft die Berichtigung von Einkünften. Werden Einkünfte eines Steuerpflichtigen aus einer Geschäftsbeziehung zum Ausland mit einer ihm nachstehenden Person dadurch gemindert, dass er seiner Einkünfteermittlung andere Bedingungen, insbesondere Preise, Verrechnungspreise zugrunde legt, als sie voneinander unabhängige Dritte unter gleichen oder vergleichbaren Verhältnissen vereinbart hätten, Fremdvergleichsgrundsatz, so kommt es zur Einkünftekorrektur. Also Beispiel, ich bin ein deutscher Automobilzulieferer, habe eine Tochtergesellschaft in Tschechien, die muss aufgebaut werden, kapitalisiert werden und benötigt Fremdkapital vom deutschen Mutterunternehmen. Dieser Darlehensbeziehung lege ich jetzt einen Zinssatz von 1% zugrunde, die bekommt also sehr günstiges Fremdkapital, obwohl 3% angemessen wären bei so einem unbesicherten Kredit. In Höhe dieser 2% hat Tschechien zu niedrige Betriebsausgaben und Deutschland zu niedrige Einnahmen. Und diese 2%, die würde ich aufgrund § 1 ASDG hinzukorrigieren. Ja, und dann mache ich aus dem zu niedrigen Gewinn quasi in Deutschland ein plus 2% mehr Gewinn. Genau. Könnte ein Problem in Tschechien werden, aber ist erstmal nicht unser Problem nach § 1 Absatz 1 ASDG. So ist das. Ja. Okay, ja. Und dann wird das in Deutschland zugerechnet über 1 Absatz 1 ASDG. Ein weiteres Beispiel, wir haben eben den Darlehensfall genommen, also bewusst kein Wirtschaftsgut, das über die Grenze geht. Wir nehmen jetzt mal ein Wirtschaftsgut. Also das deutsche Mutterunternehmen liefert Granulat nach Tschechien zur Herstellung von Kunststoffteilen. Und dieses Granulat hat einen üblichen Marktpreis von 100 pro Einheit, wird jetzt zu 50 geliefert. Dann habe ich in Deutschland 50 Euro zu wenig Gewinn und im Ausland, ich mache hier mal 50 zu wenig, und im Ausland wahrscheinlich irgendwann, wenn ich verkaufe, 50 zu viel. Genau. Und dieser Vorgang, der würde dann wieder am § 1 Außensteuergesetz gemessen. Allerdings muss man sehen, dass zumindest nach herrschender Meinung die Grundsätze der verdeckten Gewinnausschüttung und der verdeckten Einlage vorgehen. Und das hier wäre dann ein Fall einer verdeckten Einlage von Deutschland nach Tschechien in Höhe dieser
marktüblichen Preisdifferenz von 50. Das war § 1 AStG. § 2 AStG, die erweitert beschränkte Steuerpflicht, hatten wir bereits in den vorherigen Videos zu den Steuerpflichten besprochen. Und dann kommt jetzt noch der nächste wichtige Paragraph, nämlich § 6 AStG. Was ist, wenn der Anteilseigner einer Kapitalgesellschaft in Deutschland auswandert ins Ausland? Es ist egal, ob es eine deutsche Tochter, eine deutsche GmbH ist oder eine ausländische GmbH. Deutschland hätte das Besteuerungsrecht für den Verkauf der GmbH-Anteile, aber der Gesellschafter wandert nun aus und damit geht auch das Besteuerungsrecht rüber ins Ausland. Ja, denn die meisten DBA sehen vor, dass das Besteuerungsrecht einer solchen Beteiligung beim Ansässigkeitsstaat ist. Bedeutet, das Besteuerungsrecht geht hier mit über die Grenze. Das muss man im Vorfeld wissen, des 6 Außensteuergesetz, diese Standard-Doppelbesteuerungsabkommensregelung. Um das zu bekämpfen, regelt § 6 AStG eine sogenannte Wegzugsbesteuerung. Die hat sich auch jüngst geändert. Hier die neuen Voraussetzungen. 6 AStG sagt jetzt, dass natürliche Personen, die mindestens 7 Jahre innerhalb der letzten 12 Jahre unbeschränkt steuerpflichtig waren, dieser Wegzugsbesteuerung unterfallen. Endet jetzt die Steuerpflicht dadurch, dass diese Person wegzieht, also in die Schweiz zieht meinetwegen, dann kommt es zu der Rechtsfolge der Wegzugsbesteuerung, dann, wenn sie eine wesentliche Beteiligung im Sinne des 17 ESTG hat, 17 ESTG, also wenigstens 1% Anteil an der GmbH. Es gibt auch Ersatztatbestände, also nicht nur, wenn ich wegziehe, sondern auch, wenn ich meinetwegen meinem Verwandten, Kind, wer auch immer, über die Grenze den Anteil schenke, das wäre zum Beispiel ein Ersatztatbestand. Und dann kommt es zur Rechtsfolge, zur Beendigung, bei der Beendigung der unbeschränkten steuerpflichtigen Verhaftung dieser Beteiligung. Die gilt dann nämlich als Veräußerung im Sinne des 17 ESTG. Sie wird mit dem gemeinen Wert im Zeitpunkt des Wegzuges angesetzt. Wenn man keine anderen Anhaltspunkte hat, vereinfachtes Ertragswertverfahren, 199 Bewertungsgesetz, Faktor 13,75 der durchschnittlichen Jahreserträge. Da kommen ganz hohe Werte raus. Dann allerdings wird das System konform dieser 17er Gewinn auch dem Teileinkünfteverfahren unterworfen. Das heißt, 3 Nummer 40, 3c ESTG finden Anwendung, 60%ige Besteuerung unterm Strich. Okay, super spannend. Der nächste Punkt wäre § 7, die Hinzurechnungsbesteuerung. Manfred, eure GTK, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, das ist doch eine Partnerschaftsgesellschaft. Ist die steuerpflichtig in Deutschland? Die ist steuerpflichtig in Deutschland. Ja, wir haben auch eine GmbH, die Jungpartner Steuerberatungs GmbH, die ist auch steuerpflichtig in Deutschland. Wir könnten doch eigentlich auf die Idee kommen, wenn wir steuerpflichtig sind in Deutschland, dass wir unseren Mandanten keine Rechnung mehr von unserer deutschen Gesellschaft schreiben, sondern dass wir hier einfach auf den Bahamas eine Limited gründen mit 0%. Die kann ja sogar ein Bankkonto in Deutschland haben, wenn man es auf die Spitze treibt. Jedenfalls kommt die Rechnung von den Bahamas zu unseren deutschen Mandanten. Und die sollen auf das Bankkonto, jetzt das Deutsche oder das Bahamas-Bankkonto überweisen. Und wir sagen, die Bahamas-Gesellschaft, die ist zwar leer, aber die schreibt die Rechnung. Wir sind doch hier gar nicht mit der Bahamas-Gesellschaft steuerpflichtig. Man muss natürlich dann eine Geschäftsleitung auch im Ausland haben. Aber auf diese einfache Idee könnte man doch kommen. Und dem hat der Gesetzgeber mit den Paragraphen 7 bis 14 AStG vorgebaut. Voraussetzungen der Hinzurechnungsbesteuerung, zu der es dann kommen könnte, wären, dass wir eine ausländische Gesellschaft haben, das heißt Sitz und Geschäftsleitung im Ausland. Wir haben eine Beherrschung durch unbeschränkt Steuerpflichtige, in unserem Fall wären das wir beide oder unsere Partner, die mehr als die Hälfte der Anteile oder Stimmrechte an diesen Gesellschaften haben. Und diese ausländische Gesellschaft, die muss Zwischengesellschaft sein. Das ist sie dann, wenn die ausländische Gesellschaft keine aktiven Einkünfte im Ausland hat. Was das ist, das sehen wir uns gleich nochmal an, indem wir den § 8 AStG einmal durchgehen. Zudem, und das hast du in dem Beispiel vorausgesetzt, unterliegt die ausländische Gesellschaft einer niedrigen Besteuerung, geregelt im 8.5 AStG, gucken wir auch gleich nochmal rein. Im Bereich der Hinzurechnungsbesteuerung sehe ich an dieser Stelle aber jetzt noch kein konkretes Problem. Ich bin zwar eine ausländische Gesellschaft auf den Bahamas, die wird auch für 100% von mir oder von uns hier in Deutschland beherrscht. Und jetzt sagst du, das Problem besteht erst recht dann, wenn ich eine Zwischengesellschaft bin, eine niedrige Besteuerung von unter 25% habe, ich habe null, und ich keine aktiven Einkünfte habe. Also es hängt nun alles von diesen aktiven Einkünften ab. Genau, und da gibt es einen Katalog im Paragraphen 8, was sind aktive Einkünfte. Und wenn wir da einmal in die Nummer 5 reinschauen, dann stehen da auch die Dienstleistungen.
Genau, aber oben steht ja drin, nicht stammen aus Dienstleistungen. Das heißt, Dienstleistungen sind durchaus aktive Einkünfte und damit würde das Konstrukt eigentlich erst einmal funktionieren. Aber alles, was vor dem Komma steht, gilt nicht, weil hinter dem Komma steht soweit nicht, weil es eben nicht gilt. Klein a, die ausländische Gesellschaft für die Dienstleistung sich eines Steuerpflichtigen, der gemäß § 7 an ihr beteiligt ist, bist du, oder einer nahestehenden Person, bedient, die mit ihren Einkünften aus der von ihr beigetragenen Leistung im Geltungsbereich dieses Gesetzes, also hier in Deutschland, steuerpflichtig ist. Ja, und das heißt, ist der Fall. Wenn du von hier über diese Gesellschaft deine Dienstleistung erbringst, sind die Einkünfte passiv, unterliegen der Zurechnungsbesteuerung. Anders wäre es dann, wenn du vor Ort Personal anstellst, bezahlst und so weiter. Und die Mitarbeiter vor Ort dann tätig werden für unsere gemeinsame Gesellschaft. Genau. Wenn die in Deutschland ansässig sind, dann hätte ich hier eine Betriebsstätte. So ist es. Ja? Spannende Frage ist ja dann in dem Zusammenhang auch Homeoffice. Ist die Tätigkeit im Homeoffice, total spannende Frage, merke ich gerade, weil wir machen das in unserer Kanzlei, dass wir deutschlandweit das Homeoffice anbieten. Und jetzt geht das natürlich berufsrechtlich nicht. Bahamas Limited darf man nicht bei der Steuerberaterkammer zulassen, deswegen ist das Thema raus. Aber eigentlich wäre das eine spannende Frage, dass wir jetzt Briefkastenfirmen streng genommen mit einem Geschäftsführer auf den Bahamas haben, wir in Deutschland Mitarbeiter haben, die dann aber hier gar keine Betriebsstätte begründen, vielleicht ein ständiger Vertreter, müsste man schauen. Das ist die Doktorarbeit, die man schreiben kann über Homeoffice und auch Bachelor- und Masterarbeiten über die Frage, ist ein Homeoffice eine Betriebsstätte? Ja, total spannend, da merkt man die Bedeutung. Aber dann würde das funktionieren, erst recht mit Mitarbeitern auf den Bahamas. Bei sowas würde ich kurz auf unsere beiden Karriereseiten nochmal verweisen. Bei GTK, ne? gtksteuern.de, bei euch immer auf die Karriereseite und auch mal bei uns auf www.jugend.com/karriere. Sehr, sehr ähnliche Webseiten. Im Grunde machen wir ein ähnliches Beratungsspektrum, aber im Detail unterscheidet sich dann auch wieder. Und ja, schauen Sie doch einmal nach, wenn Sie auf den Bahamas arbeiten wollen oder in Deutschland. Oder bei uns im Metaverse, da ist auch ein Standort verortet. Gut. Total spannend. Kommt demnächst bestimmt. Ja, alles klar. Das war es doch zum Außensteuergesetz, oder? Das wir war's. Können noch die Klausurrelevanz besprechen. Paragraph 1 AStG, im Steuerberaterexamen sehr selten. Bringst du es in Klausuren dran? Bringe ich nicht. Darum haben wir es hier auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Paragraph 2 AStG, bei dir in Klausuren? Schon. Bei mir auch. Steuerberaterexamen, zuletzt im Oktober 2021, das kommt dran. Paragraph 6 Außensteuergesetz? War dran. Ja. War dran im Examen, fast mittlerweile jedes zweite Jahr gefühlt. Kommt bei mir auch fast oft, häufig in Klausur, man darf ihn nicht verraten. Paragraph 7 Außensteuergesetz. Ja, selten. Ja. Ich bringe das hin und wieder mal in der Klausur, also die Studierenden können vielleicht jetzt einen kleinen Tipp bekommen an dieser Stelle. Im Steuerberaterexamen eigentlich nie dran gekommen, aber im Oktober 2021, da war es dran. Genauso wie der 2 AStG, der vorher auch nie im Examen dran kam bis dahin. Also Schwerpunkt ist eigentlich 6 AStG. Ja, alles klar. Der internationale Bereich weitet sich aus. Super. Im Examen. Vielen lieben Dank, dass Sie den 6 Videos zum Thema internationales Steuerrecht so aufmerksam gefolgt sind. Wir sind uns sicher, das war eine sehr gute Wiederholung für Ihre Vorlesung. Sie sind perfekt auf die Klausuren vorbereitet, das Steuerberaterexamen, dafür war es auch eine gute Vorbereitung. Und wir sehen uns dann wieder in einer der nächsten Videoeinheiten, ja zum Beispiel zum Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer oder Bewertungsrecht, was ich auch mit Professor Dr. Manfred Kahn machen werde.